So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder mal was ganz Besonderes vorbereitet, denn wir waren im, ich weiß gar nicht wo, Netto, glaube ich, einkaufen, irgendwann vor 10 Jahren und da habe ich was Besonderes gesehen. Salami! Aber nicht nur irgendeine Salami, sondern Salami, die mich persönlich anspricht. Das sind nämlich diese zwei Packungen hier. Die möchte ich euch mal ganz kurz so zeigen. Da ist der Adi, da sind die Brötchen, da sind die Pfefferonen. Und das sind die zwei Packungen Salami, um die es heute geht. Das ist nämlich einmal hier von Stockmeier Tasty, hoch zwei, Tasty Knoblauchsalami, mild geräuchert im Kräutermandel. Hat hier eine grüne Jalapeno. Und hier haben wir Hot hoch zwei mit Joko und Klaas drauf. Richtig genial, Hot Salami. Mit Chili, mit geräuchert im Pfeffermandel und die hat die volle Punktzahl. Die finde ich an sich sehr interessant, werden die nochmal so rumhalten. Knoblauch-Salami, Chili-Salami, wir möchten aber die Bilder sehen, also die sehen, wenn ihr die von hinten betrachtet, sehen die beide einfach genau gleich aus, genau identisch, ja. Müsst ihr aufpassen. Knoblauch-Salami und Chili-Salami, einmal so fürs Thumbnail, Bruder. Ich schwöre, wo stand das immer? Bruder, ich schwöre, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir hatten ja schon mal im Netto diese Hanfsalami und diese Extrem Hot Salami. Die waren auch sehr cool, habe ich mir immer in der Mittagspause gekauft. Wenn ich Netto oder so, habe ich mir ein Brötchen gegönnt, habe mir das Brötchen mit der Hand aufgerissen wie ein Berserker, habe mir dann diese Hanfsalami komplett die ganze Packung auf das Brötchen drauf, das war richtig heftig. Und diese Extrem Hot Salami, die richtig schön die ganze Schnauze hat gebrannt, das war auch richtig heftig. Jetzt möchte ich erstmal einen Semmel nehmen. Das gehört nämlich dazu. Ich habe heute noch nichts gegessen. Das ist jetzt gleichzeitig auch Frühstück und Mittag in einem. Wir packen uns mal so einen Semmel, schneiden den mal auf. Wir packen uns einen zweiten Semmel. Ich stehe nämlich schon wieder ein bisschen unter Zeitdruck. Hab vorhin ein Pokémon-Video aufgenommen. Hab das exportiert, hochgeladen. Hab danach jetzt noch ein Pokémon-Video aufgenommen. In einer Stunde oder so will der Simon vielleicht mal vorbeikommen. Das heißt, wenn ich jetzt gegessen habe, muss ich ganz schnell die Bewertungen beim NAR-Battle streamen, einen Bewertungsstream machen, muss mir da die Runden angucken. Und heute Abend ist ja noch der Stream von der Raid-Stunde, damit ihr ungefähr wisst, wann ich das aufgenommen habe, ja? Kann sich eh keiner ausrechnen, egal. Wir machen jetzt mal hier diese Knoblauch-Salami auf. Wir wollen mal eine Scheibe so probieren. Geht ja die ganze Packung kaputt. So, Knoblauch-Salami. Riecht auf jeden Fall richtig heftig, auch richtig nach Knoblauch und richtig stark. Wir werden noch mal eine Scheibe so probieren. Nein, Adi, nicht. Okay, dann werden wir ungefähr abschätzen, was die Hälfte ist von den Salamis. Wir werden uns einmal die Hälfte nehmen und hier auf den Semmel legen, den wir dann zuklappen und dann so essen. Das müsste ungefähr hinhauen, da haben wir das für einen weiteren Semmel noch übrig. Schmeckt? Schmeckt, ja, das ist die ganze Aussage. Schmeckt. Hat einen guten Geschmack, kann man so lassen. Mit einem frischen Brötchen dazu kann man da nichts falsch machen. Wir haben das jetzt hier drauf. Das ist also die Knoblauch-Salami im Brötchen. Jetzt können wir nochmal mit Brötchen probieren. Unglaublich. Es gibt nichts Besseres als ein frisches Salami-Brötchen. Schon damals. Vielleicht mir ein bisschen Salat noch drauf. Remoulade, Gurke, irgendwas und wie beim Bäcker belegt, aber wir können das ganze Gemüse auch einfach weglassen. Wir haben aber noch die Hot 2, ne? Hot Pea Salami. Die wollen wir jetzt mal aufmachen. Da bin ich mal gespannt, ob die so scharf ist. Alternativ für noch etwas Frische habe ich ja eben meine Pfefferonen. Ich werde auch dann, wenn die Kamera aus ist, sowieso das einfach so mit Pfefferonen essen. Bei den Knoblauch brauche ich die auf jeden Fall, damit ich noch eine frische Note mit bei habe, die noch ein bisschen Schärfe mitbringt. Und jetzt die Salami. Ich
weiß nicht, ob ihr das erkennt. Man sieht auf jeden Fall hier, sind immer mal so richtig rote Stellen dabei, die richtig gefährlich aussehen. Jetzt wollen wir auch mal eine Scheibe von der Hot Salami so probieren. Und gucken, ob die richtig reinknallt. Okay. Wollen wir natürlich wieder einen ganzen Fladen rausnehmen, aufs Brötchen legen, das Brötchen wieder zumachen und dann haben wir ein zweites Brötchen neben dem Knoblauchbrötchen, das Hot Salami Brötchen, was wir so essen können. Ich muss aber sagen, ich hätte mir jetzt mehr erwartet, dafür, dass so oft Hot da steht, Hot hier, Hot da, Hot oben, Hot 2, dann nochmal Hot am Rand, dann hier diese Skala, die komplett voll ist, mit Chili allem und dass er den Mund aufmacht, wie so eine Gummipuppe, habe ich gedacht, die haut einen jetzt wirklich um, die kann wirklich was. Bin leider enttäuscht von der Schärfe. Schärfe ist jetzt nicht wirklich präsent, Schärfe hat die eigentlich nicht, ne? Die haben nicht mit mir gerechnet. Muss ich sagen, diese Extreme Hot mit diesem Verkehrsschild drauf, mit diesem Warnschild, ganz groß, wo es eben auch die Hanfsalami von der Firma gab, die war deutlich schärfer, aber da stand ja auch hinten ein Warnhinweis. Vorsicht, nicht für Kinder geeignet und sonst was, steht hier zum Beispiel gar nicht drauf. Das heißt, die ist zwar, das ist zwar eine Chili-Salami, aber eine herkömmliche Chili-Salami, die eine angenehme Schärfe mitbringt für Normalsterbliche. Die andere mit Warnhinweis, dass da Leute schon gestorben sind, als sie ein Salami-Brötchen essen wollen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Auch das wollen wir natürlich aber mit Brötchen probieren. Beißen jetzt mal hier rein. Okay. Ihr seht, wie perfekt aufgeteilt das auch immer ist. Mit zwei Semmel jetzt zum Frühstück. Dann habe ich noch genau zwei Semmel fürs Abendbrot übrig, um eben mir genau nochmal einen Knoblauchsalami-Semmel zu machen und ein Chili-Salami-Semmel. Vielleicht ist das auch einfach zu viel Salami und zu fettig. Andere Leute essen da eine ganze Woche von jeden Tag Salami aufs Brot, aber die Scheiben sind an sich auch relativ dünn, muss man dazu sagen, ja. Was ich halt sehr gerne mache, im Kaufland 89 Cent, diese Pfefferon, haben einen guten Geschmack, unschlagbaren Preis, egal wo ihr hingeht, die kosten überall 1,19 €, 1,30 €. Hier 89 Cent für die gleiche Menge und der Geschmack passt auch. Die Pfefferonenbrühe habe ich schon ausgekippt. Aber wenn ich eine Salami-Pizza mir immer mache, esse ich immer ein ganzes Glas Pfefferon dazu. Und so muss das ja dann beim Salami-Brötchen auch so sein. Manche davon sind so spritzig. Da beißt du hier ab aus Versehen. Ah, hier ist doch nichts für dich. Da beißt du hier ab und dann kommt dir die ganze Soße entgegengeflogen. Das auch schon oft erlebt. Das macht nochmal einen richtig guten Geschmack und das bringt auch Schärfe mit. Das Ganze schmeckt jetzt also wie Peperoni-Salami. Viele lieben ja auch immer Peperoni-Pizza, ist ja so beliebt in Amerika, überall, jedem Film, wenn die Pizza bestellen, geht es immer, Peperoni bitte, eine Peperoni-Pizza. Finde ich also genial, kann man immer mal wieder aufpeppen, ansonsten für eine Salami schmeckt das richtig gut. Die Knoblauch-Salami schmeckt mir sogar besser, glaube ich, als die Chili-Salami, da dieser Knoblauch-Geschmack richtig gut ist und von der Chili ich halt enttäuscht bin. Das heißt, wenn ich es scharf haben mag, kann ich auch die Knoblauchsalami essen und mir noch eine Schärfe dazu machen. Chili brauche ich nicht unbedingt nochmal kaufen. Reicht auch, wenn ich eine normale Salami kaufe und mir selbst was Scharfes dazu esse. Aber die Knoblauch hat einen guten Geschmack. Wenn ihr die auch schon mal gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Guckt euch nochmal Joko und Klaas an. In einer Person auf das Salami drauf. Ist halt aufgefallen natürlich durch die Verpackung, deswegen nimmt man das gerne mal mit, testet das mal und esst ja auch immer eine ganze Packung Salami am Tag, beziehungsweise zwei. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.